bewegt sich. Es fliegt auch die Kamera. Ich hab mal gedacht. Was? Ich sehe gerade, was ist da? Was ist da? Raff. This puppy hier ist Vega. Wow. Das ist Jensen von Nvidia sagen. Ich habe mir gerade gedacht, ich unterbreche den 24/7 Testmarathon mal, weil ich habe sonst nichts zu tun und mache ein Unboxing-Video. Denn AMD hat uns gestattet, 2 Tage vor Fall des NDAs die Karte schon mal zu zeigen. Ich dachte mir, unboxen kann jeder, deswegen weg ist die Box. Ich habe die Karten schon mal ausgepackt. Fangen wir von vorne an. Das hier, rechts im Bild bei euch zu sehen, ist die Frontier Edition. Kennen wir ja schon. Ich habe gleich Fingerabdruck drauf gemacht, fantastisch. In Blau. Dieses Blau gibt es nicht für die RX-Vega-Karten. Das ist nämlich hier die Radeon RX Vega 64 in der Limited Edition. Limited heißt, die gibt es nur in diesen Radeon Packs. Das heißt, da muss man sich so ein Gedöns wie Monitor dazu kaufen. Leider gibt es die nicht einzeln. Die normale RX Vega 64 sieht aus wie diese Vega RX 56 hier, nämlich mit einer schwarzen Kühler-Shroud, wie man so schön sagt, also die Kühlerabdeckung. Und das ist nicht etwa Kunststoff, wie man vermuten könnte. Okay, das ist nicht. Metall. Genau, ist nicht. Ja, es ist nicht so eindeutig, aber es ist auch kalt, relativ. Ist auch Alu wie hier? Das ist eine gute Frage. Könnte sein. Auf jeden Fall kann man das auch, so wie ich das sehe, hier mit der entsprechenden Verschraubung abmachen. Werde ich jetzt nicht tun. Also, wir machen das erst so: erst testen, dann auseinandernehmen. Die hat es ja noch nicht offen, oder? Die noch nicht, nee. Die haben wir offen, die haben wir auch schon in diversen Stellen abgebildet, auch im aktuellen Heft, der 9/2016, 17 natürlich, Blödsinn. Und ja, also, ich stelle mal kurz die Karte im Detail vor. Die Packung ist nämlich unspannend, das ist eine Packung, die nur die Tester bekommen, deswegen ist das nicht so interessant. Wie man sieht, das Design ähnelt der Frontier Edition hier quasi 1:1, nur dass die Kühlerabdeckung hier jetzt aus also silbern ist. Und der R-Cube hier, also dieser Radiant Cube, der leuchtet rot. Statt gelb, wie diese IKEA-Edition hier. Naja, ist mal ernsthaft, oder? Wir mögen das, weil das sind so pittige Haarfarben, blau und gelb, aber halt auch IKEA. Egal. Das hier leuchtet rot im Betrieb. Und der auch. Aha. Und das sieht wirklich ziemlich schnieke aus, muss man wirklich sagen. Macht einen guten Eindruck, aber leider ist es eben die Limited Edition, die nicht jeder so mal eben kaufen gehen kann. Unter der Kühlerhaube hier ist wieder eine Vapor Chamber. Das kann man sogar, ich weiß nicht, ob du da mit der Kamera reinhältst, das wird schwierig. Da ist dieser kleine Zipfel da zu sehen. Dieser Kupferzipfel. Warte mal. Der stellt nicht scharf. Naja, egal. Egal, auf jeden Fall, ihr müsst uns einfach glauben, da ist eine Vapor Chamber drunter, wie bei der Frontier Edition auch. Das ist nicht die smallest Heatpipe ever, sondern wirklich nur das Befüllende der Vapor Chamber. Und insofern, der Kühler kann was. Also da ist wieder so ein Delta-Lüfter drin. Der ziemlich laufhoch hier ist, im Leerlauf liegt das Ding bei ungefähr also zwischen 600 und 800 Umdrehungen. Das ist wirklich schön leise. Und unter Volllast haben wir schon gesehen, wird das mehr, das habe ich noch gar nicht verraten. Also sie wird unter Volllast natürlich ein bisschen lauter als im Leerlauf, aber noch erträglich. Es gibt ein Dual BIOS, das sieht man hier an dem Schalter, also da kann man die Oberseite umschalten. Das ist die Schalterstellung 1, also nahe der Slotblende. Da gibt es noch Schalterstellung 2, also weg von der Slotblende. Da ist die Karte dann ein bisschen sparsamer und man kann auch noch ein paar Sachen im Treiber einstellen, aber auch das darf ich nicht verraten. Hier sieht man noch 2 8-polige Stromboxen. Das heißt, die Karte hat einen gewissen Stromdurst. Die Spec ist, glaube ich, sogar bekannt. Also unter, was läuft die so? Unter 300 Watt, kann ich schon mal sagen. Das ist öffentlich, glaube ich. Ich habe es nicht gemessen, ich habe nichts verraten. Das ist unter 300 Watt. Innerhalb mit diesen beiden Buchsen und der PCI Express versorgen kann die Karte theoretisch 375 Watt aufnehmen. Wird sie unter Last vermutlich nicht tun. Ansonsten, das ist halt der volle Vega-Chip, also RX Vega 64 heißt 64 Compute Units, 4096 Shader-Alus und ordentlich Takt und vermutlich auch schnell. Wie schnell ist denn sowas vergleichbar mit den aktuellen, ja, ich will es nicht sagen, keine Ahnung. Die Marke mit dem grünen Logo? Ja, AMD vergleicht sich ja, auch das ist schon geleakt, nicht mit der GTX 1080, nicht mit der 1080 Ti. Es ist also jetzt kein ultra-high-end, super teuer Gerät, sondern nur schnell und bezahlbar. Aber der wahre Star wird diese Karte sein. Davon kann man schon mal ausgehen. Das ist die Radeon RX Vega 56. 56 heißt, der Chip, der 64 Compute Units hat, läuft hier nur mit 56 Compute Units. Das resultiert in 3584 Shadern. Die hat auch ein bisschen weniger Takt. Aber der Kühler ist, so scheint es zumindest auf den ersten Blick, quasi baugleich bis auf die Abdeckung. Unten drunter dürfte wieder eine Vapor Chamber sein. Das kann ich noch nicht sagen, weil ich habe sie nicht zerlegt. Aber es ist wieder ein Radiallüfter drin. Und auch die Strom,
Versorgung lässt darauf schließen, dass sich da nicht viel getan hat an der Platine und den Innereien. Aber wie gesagt, das ist die abgespeckte Version. Die wird ungefähr, ja, die wird wahrscheinlich 100 Euro günstiger sein als die RX Vega 64. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Karte, da sie sparsamer ist und nur ein bisschen langsamer als die, wirklich so der Preis-Leistungstipp werden wird. Also mit gleichem Kühler ist sie dann auch leiser. Dann okay, auf den, verstehe. Auf den 14. August dann vertrösten, das ist ja nicht mehr lang. Heute ist übrigens Freitag, also wir haben die Karte erst gestern Abend bekommen. Diese hier, die kam ein bisschen früher. Wie gesagt, ich muss das eigentlich direkt wieder, du musst eigentlich wieder gehen und ich muss hier weiter testen, weil sonst kriegen wir bis zu 14. da keine vernünftigen Messwerte hin. Aber auf jeden Fall spannend. Diese Karte ist übrigens auch mittlerweile auf die 1000er-Marke gefallen. Also wer wirklich eine Vega mit 16 GB haben möchte, warum auch immer, die gibt es jetzt voll günstig. Wobei diese beiden nicht mal die Hälfte kosten werden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall. Was heißt nicht mal die Hälfte, so, damit wir Zahlen nennen? Sind die öffentlich? Weiß ich nicht. Sag du ungefähr, nicht. Ungefähr die Hälfte. Ich will nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall werden diese Karten wesentlich weniger kosten als die und dann natürlich auch in preisliche Konkurrenz zur GTX 1080 und 1070 treten. Insofern sind das dann die besten Optionen für FreeSync-Displays, weil FreeSync geht nicht mit einer GeForce und die Polaris-Karten sind jetzt nicht die allerschnellsten, deswegen High-End für FreeSync ist definitiv hier bei den Vega-Karten die, also der Plan, sag ich mal. Ne? Ja, super. Dafür, dass du nichts sagen durftest, hast du ja jetzt schon recht viel gesagt. Wie lange war das jetzt? Sehr lang, okay. Ja. Noch nicht lang genug. So viel bis dahin, also 14. August, auf jeden Fall auf pcgh.de schauen und ja, da gibt es dann einen Test. Wann genau? Keine Ahnung, einfach immer wieder F5 drücken.